Der Tennisclub UTC Amstetten ist schon seit Jahren ein aktiver und gut organisierter Verein mit viel Erfolg, zum Beispiel bei der ersten Herrenmannschaft. Wir sind in den letzten 4-5 Jahren eigentlich als eine Mannschaft wirklich gereift, würde ich sagen. Wir haben in den letzten 3 Jahren waren wir immer sehr knapp dran an einem Landesmeistertitel, um einen Aufstieg in die Bundesliga mitzuspielen. Und letztes Jahr ist uns dann Gott sei Dank gelungen, haben dann den Landesmeistertitel im Frühjahr geholt und im Herbst dann auch die Aufstiegsspiele erfolgreich bestritten. Das war ja ein super Erfolg für die ganze Mannschaft eigentlich. Und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Saison, wo wir dann sozusagen einmal bei den Big Boys angreifen können. Im Team finden sich viele erfolgreiche Einzelspieler. Bei uns in unseren Reihen sind sicher einige Spieler, die viel internationale Erfahrung haben. Der Gregor spielt international auch bei den Turnieren. Der Zeiler Krise ist aktuell in den USA und spielt dort College. Ich habe in der Vergangenheit die Erfahrung im College-Tennis machen dürfen. Und irgendwie schaffen wir es aber trotzdem, dass wir alle wieder dann zurückkommen nach Amstetten und bei uns im Heimatverein dann für unseren Verein spielen. Und das sind wir natürlich sehr stolz, dass die Spieler auch immer gern wieder zurückkommen zu uns und wir dann gemeinsam da auch in der Mannschaft als Team auftreten können. Der UTC setzt vor allem auf Eigenbauspieler und verzichtet auf teure Legionäre. Bei uns UTC Amstetten ist halt wirklich gerade in den letzten Jahren gezeigt, wir leben Region. Wir sind halt einfach alles Amstettner, sind alles Freunde, die da aufgewachsen sind. Es kommen jetzt auch sehr, sehr viele Jugendliche Jahr für Jahr wieder dazu. Ich meine, wenn man da schaut, auf alle Plätze, egal bei den Mädels, bei den Burschen, es sind halt die Jungen, die jetzt wieder zurückkommen, wenn sie mal fort waren, oder eben die Jungen, die jetzt anfangen. Und das ist einfach auch die Philosophie. Es ist auch mein Vorstand, super dynamischer Präsident, die sich alle mega reinhauen. Die Entwicklung sehr positiv und das ist ein bisschen unser Markenzeichen, auf das sind wir wirklich stolz. Für die gute Kampfmannschaft beginnt der Aufbau an der Basis und wird kontinuierlich verfolgt. Grundsätzlich eben die Entwicklung beginnt im Breiten- und Jugendsport in Amstetten und direkt bei uns. Also auch jetzt sehr viele junge Trainer, einige Spieler, die jetzt starten. Und dann im Profibereich, wo sich einfach einige von uns dann herausentwickelt haben, war die Kooperation mit der Tennisakademie, mit Fellner Helmut, der auch ein früheres Amstettener Mannschaftsurgestein ist und immer sehr guter Freund. Und das ist, wie gesagt, der Weg. Hier ist die Basis, hier wird entwickelt. In Amstetten fangen wir an und da hören dann alle auf. So passt es gut. Der Zugang zum Training ist so günstig und leicht, dass es wirklich jeder probieren kann. Ja, ich bin zuständig bei uns für das Jugendtraining. Wir haben insgesamt über 60 Kinder, die im Jugendtraining bei uns sind, in einigen Gruppen. Die spielen dann auch zum Teil schon Meisterschaft. Wir haben 6 Mannschaften, die Meisterschaft spielen. Und wir haben vor allem heuer einmal vor, dass wir ein Schnuppertraining machen, damit alle Kinder, die am Tennis interessiert sind, die es einmal ausprobieren wollen, können gern zu uns kommen. Wir haben immer am Samstag von 9 bis 11 Uhr Schnuppertraining, jetzt bis Ferienbeginn. Und da brauchen die Kinder nur mit einer Tennishose oder mit einer Sporthose, mit Sportschuhen kommen. Sie kriegen von uns einen Schläger und können um nur 1 Euro eine Stunde Tennis spielen und das einmal ausprobieren. Und wir starten das Ganze nächste Woche am 8. Mai. Wir haben heuer ein neues Online-Buchungssystem. Jeder kann bei uns auf die Homepage gehen. Da gibt es dann einen Button, dass man Plätze reservieren kann. Da geht man drauf und kann sich als Gast einloggen, einen Platz reservieren. Und das ist ganz unkompliziert und jeder kann das gerne nutzen. Außer der Bewegung an der frischen Luft bietet der UTC eine schöne Gemeinschaft.